Zu dieser weiteren Runde Champions of Mordor, die Oberherren-Grubenkämpfe, gehen wieder in eine Runde hinein. Unsere Untoten müssen mal wieder den Kriegertod sterben, um Platz zu machen, mehr oder weniger für die nächste Generation, Urux. Und ja, mal schauen, ob wir heute nochmal einen Win bekommen oder nicht, keine Ahnung. Jedenfalls steht jetzt heute mal Frag, der Loyale, hier für uns. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist auch bei der Belagerung draufgegangen. Ich habe manchmal, ich habe echt den Überblick mittlerweile verloren, woran die alle gestorben sind. Weil die irgendwie so an allem sterben. Und dem macht das Feuer auch anscheinend nicht viel aus. Okay, alles klar. Schöner Schlagabtausch. Übrigens hier sehr, sehr schön. Aber Frag, der hat ordentlich zu beißen. Ich denke aber, Frag könnte tatsächlich das hier sogar gewinnen. Er ist, glaube ich, sogar der bessere Kämpfer als dieser Fleischsammler da. Muss man mal an der Stelle sagen. Ich glaube schon, ne? Auch das Feuer macht dem zu schaffen, ne? Oh, und leider ist er verbrannt. Schade, aber ein heldenhafter Tod auf jeden Fall. Sehr schön. Weiter geht's in die nächste Runde. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Ich tue nebenbei so ein paar Dings. Hab mir ein paar Nüsse gegönnt und... So, was haben wir denn hier? Mandeln und so ein Zeug. Das ist eigentlich ganz geil, finde ich. Habe ich schon mal voll Bock drauf gehabt. Sorry, wenn ich das nebenbei futter. Ich muss sagen, in meiner Garnison sah der gute Dusch, der Turm, so heißt er. Ich glaube, das ist auch ein Uruk, den man in Online-Eroberungen relativ häufig antrifft. Da er auch nur zwei Schwächen hat. Der Kamerad hat, so viel wie ich weiß, also der hatte da überhaupt gar kein Augenlicht. Also der hatte, anstatt dieser grünen Augen, hatte der sogar so ein richtiges, der hatte gar keinen. Der sah aus wie einer von den Ertrunkenen. Oder ein Weißauge. Sau nice. Aber der kriegt ja auch nicht eine reingeballert hier. Der Orlok, ich finde die Rüstung von dem sieht ja mal heftig aus. Die passt dem auch richtig gut, finde ich. Also es sieht extremst nice aus. Natürlich, finde ich, also, ja, also ich könnte mir Uruks nicht so vorstellen, dass die wirklich solche Rüstung haben, also so bekommen würden. Ja, maximal halt der Turm, wenn den halt einer mal gesagt hat, oh, mach heute mal ein bisschen, Grabräuberei. Aber gut. Das war dann ein bisschen besser gehandelt bei Mordors Schatten. Mordors Schatten, finde ich persönlich auch, waren die Uruks, die hatten da... Die waren da nicht so menschlich. Ich finde, die sehen hier noch ziemlich handzahm aus, die Uruks, in dem Nachfolger. Muss ich ganz ehrlich mal sagen, in Schatten des Krieges. Aber es ist ein schöner Kampf hier gerade nebenbei. Also muss man mal ganz ehrlich sagen, mal schön. Das geht bis zum letzten Atemzug, wird hier gekämpft. Sehr schön, jetzt gab es nochmal hinterher eine Fluchattacke. Oh, und ich glaube, das ist es aber auch schon. Und zack, durch der Turm wurde ausgelöscht. Okay, schade. Ah ja, naja, gut, man kann nicht immer gewinnen. Naja, ich verliere eigentlich. So, dann geht... Oh, geil, eine Spinnenbrut. Bolg, die Spinnenbrut. Nice. Gegen unseren Ratak, den Grausamen. War Ratak? Nee, Ratak war, glaube ich, hier gar nicht. Aber ich glaube, er hat damals sogar im Turnier der Champions damals angetreten, ist er, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, für welches Gebiet der damals gekämpft hat. Oder war der sogar im Wildcard? Alter, geht der ab! Oh, der könnte uns einen Win holen, der Kamerad. Der ist aggro, aber richtig aggro. Gut, Bolg ist auch erzürnt durch tödliche Wunden, aber der stumpft den einfach nur zurück. Und, Alter, der geht ja richtig ab hier. Alter Schwede hier, der Ratak, der Gute. So, und jetzt gibt's... Oh, und ein Finisher hinterher. Nice one. Nice, ich habe ja nicht doch... meine Untoten sind doch nicht nur Pfeifen. Nice. Das ging ab. Schnell, schick. So, was haben wir hier? Einen Berserkermeister. Ja, ist das einer? Nice. Das gefällt mir richtig gut. Na, gucken wir mal, ob Ratak hier seinen Meister gefunden hat. Und wie passend, der Berserkermeister ist, glaube ich, sogar ein Berserker. Schön, ne? Naja, ist ja nicht immer so... Oh, jetzt sehen wir so eine geile Kill-Animation für diesen Karagor. Jetzt gerade nicht, das ist so schade. Naja, was soll's.
Der gute Ratak muss jetzt mal. Oha, Alter, hat er dem Leben abgezogen, aber mit einem Schlag. Okay, der hat Blutrausch. Aber Ratak, der ist ein sehr schneller Kämpfer, das muss man echt lassen. Aber richtig schnell. Oh, ja. Er ist schnell getötet worden. Scheiße. Auf geht's, komm, wir machen noch eine Runde. Noch eine Runde, die muss sein. Auf geht's, let's go. So, die letzte Runde des heutigen Tages. Bestreitet. Siehst aus wie ein Angeber. Gund Klingenschärfer. Nicer Titel. Gegen. Rom, Halsreißer. Finde ich komplett. Habe ich nur gedacht, ah ja, komm. Er hat ja letztes Mal hat er im Team Sam mitgekämpft. Und ja, heute muss er halt mal zeigen, was er als Untoter so drauf hat. Ich find's nice, dass der nur diesen einen Schulterpanzer hat mit diesem Schweinekopf da drauf. Alter, und er schießt ihm direkt ein paar Pfeile hinten rein und schießt voll vorbei. Das nennt sich Meisterschütze. Ein Volltrottel ist das. Hat man schießen kann. Oha, jetzt gibt's nochmal einen Chokeslam hinterher. Das ist sau krass. Hat ihm aber nicht viel Leben abgezogen, ne? Da gibt's nochmal eine hinterher. Oh, und er rennt direkt auf ihn drauf und kriegt direkt von Karagor hinten nochmal in den Nacken gebissen. So, wie macht er? Ah ja, schießt nochmal drauf und gibt nochmal einen Chokeslam. Es ist wieder ein Match auf Augenhöhe, absolut. Naja, geht so. Kann man machen. Also wir haben erstmal einen Schlag in die Fresse hier, aber der gute Grom hier, der scheint ein bisschen im Nachteil zu sein. Der Klingenschärfer, der geht gut zur Sache. Der geht richtig gut zur Sache. Komm schon, Grom, zeig ihm, was du drauf hast. Weil er damals gegen Tuhan gekämpft und verloren und... Ja, wir wissen auch warum. Anscheinend hat der Junge vergessen, wie man schießt. Der steht immer noch! Okay, alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, alle Festungen... Ich versuche, so gut es geht, bald eure Festungen alle anzugreifen. Nur, ich finde auch mal zwischendurch Champions of Mordor muss einfach sein. Und dann haut rein, bleibt dabei, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und...